Tag Leute, es geht weiter mit dem Flughafen Feuerwehrsimulator. In diesem Spiel ist immer der Himmel schwarz. Da ist nie irgendwie Sonne. Nie ist es schön. Nee, immer ist es schwarz. Neger. Aber okay, warum nicht? Ich meine, ist ja nicht so schlimm. Oder? Es war nebenbei intelligent, jetzt mir die Soundkontrolle aufzuheben, wenn es dunkel ist und ich nix sehe. Ne? Unglaublich intelligent. Was haben wir eigentlich hier noch tun? Hier drüben haben wir, glaube ich, gar nichts, ne? Hier ist ein Klo. Hier ist ein Büro. Und da ist, glaube ich, auch noch ein Büro. Genau. Und was haben wir hier? Guten Tag, mein Freund und Kupferstecher. Einsatzbefehl für Florian. Ach, Scheißdreck. Vom oberen Wartebereich an GD des Passagierturms. Schon wieder ein Fehlalarm. Wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Kommt halt zurück oder bringt wenigstens die Fahrzeuge halt zurück. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Sag mal, hat der ein Gehirn oder was? Wenn wir nicht halt zurückkommen, wie sollen wir dann die Fahrzeuge halt zurückbringen? Hä? Jetzt muss ich erklären. Verstehe ich nicht. Wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht. Wie? Nebenbei ist aber auch schon toll, dass er uns immer wischt, dass wir... Wischt. Ey, bitte. Hört einfach nicht auf mich, ich bin dumm. Das ist aber schon geil, dass er uns immer wünscht, dass wir draufgehen, ne? Ich finde das richtig super. Hilfe! Geht D was, ne? Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. D. Hilfe! Lauft! Feuer! Hilfe! Lauft! Hier drüben! Feuer! Wo? Die bestehen einfach nur aus Alufolie. Oh, geil! Oh nein! Hi, Pilot! Hi, Mr. Pilot. Ja, genau. Hey, hier. Komm hier auch nicht durch. Innerhalb des Terminals kam es zu einer Bitte bewahren Sie Ruhe und machen Sie Platz für die Einsatzkräfte. Boah, sind die alle. Slenderman. Oh, ich hab den Löschlauf vergessen. Ich bin doch schon da, du Horst. Möchtest du nochmal sagen, oder was? Ruf doch mal einer die Feuerwehr! Ah! Ruf doch mal einer die Feuerwehr! Ruf doch mal einer die Feuerwehr! Weißt du was? Mal den Selbsttest. Das Feuer ist sogar heiß. Wer rennt da? Es brennt! Der Pilot ist ausgeflippt. Er rennt weg. Na okay, dann lösche ich euch das Feuer jetzt. Ich komme nicht so weit. Ich kann es nicht löschen. Ah, jetzt. Hilfe! So, komm, da. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Richtig, Fahrzeug frei auf Funk. Hi, Opa. So, dann fahre ich mal. Ich habe die Bremse gefunden, ist das nicht super? Hier steht nebenbei, ich denke mal, das ist ein Rad. Nein, das ist ein Funkgerät, würde ich sagen. Scary Movie! Der ist durch den Zaun gefahren. Hilfe!
So, hier ist der Zaun, also führe ich jetzt eine Zaunkontrolle durch. Nur nicht zu schnell, ich muss ja die Löcher finden. Ah! Wie funke ich die überhaupt, wenn ich welche gefunden habe an die Leitstelle? Ah, ich muss nicht mal wieder zurück. Haha! Meine Schicht ist schon vorbei. Nebenbei. Wischen, Kollege. Ich werde jetzt an diese Folge noch eine weitere Schicht dranhängen, da ja leider mein unglaublich tolles Fraps die Aufnahme gestoppt hat und ich fahren alle durch den Zaun durch, das ist unglaublich. Und deswegen ist das jetzt hier schon Part 2, obwohl es immer noch die erste Schicht ist. Und deswegen werde ich jetzt an diesen ersten, nein, zweiten Part. Entschuldigung, ich verfüge über kein Gehirn. Tut mir wirklich leid. Deswegen werde ich jetzt an diesen zweiten Part noch die zweite Schicht dranhängen. So. Und wem das nicht gefällt, der kann das gerne sagen. Nein, lasst es besser. Sagt's besser nicht. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. So, fertig. Mit raus. Lass mich rein. Bitte. Ich möchte in diese Irrenanstalt rein. Innenanstalt. In diese Innenanstalt. Zaunkontrolle unvollständig. Jetzt mal. Obwohl du für die Zaunkontrolle eingeteilt warst, wurde eine Beschädigung des Zauns gemeldet. Sei nächstes Mal sorgfältiger, damit du bei der nächsten Zaunkontrolle wirklich alle schadhaften Stellen entdeckst. Fuck you. Jetzt mal ganz ohne Witz. Willst du mir eigentlich verarschen? Feld wird initialisiert. Dies kann je nach System einige Minuten dauern. Und ja, ich habe ein Problem. Sonst würde ich ja nicht so widersprechen. Die Welt steht still. Gott, das ist ein bewegender Augenblick. Zusammen. Ja, es ist kein bewegender... Doch, es ist ein bewegender Augenblick. Es ist ein bewegender Augenblick. Die bewegen sich, ja. Entschuldigung. Zunächst zu unserem Feuerwehrmann-Anwärter. Ich teile dir heute das Erscheinungsbild. Ja, das war's auch schon. Ja. Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Halt die Klappe. Also, zuallererst erledige ich mal kurz meine unglaublich tollen Schlafstunden. Sag mal, alter Mann, was suchst du in meinem Zimmer? Hast du mich verstanden? Was? Moin. Guck mich an, halt die Fresse. Moin, akzeptier. Alter, was suchst du in meinem Zimmer? Hier ist nur ein einziges Bett. Was willst du hier? Jetzt mal ganz ohne Witz. Verpiss dich aus meinem Zimmer. Wie geht's? Einsatzbefehl für Florian. Schlecht, wenn ich dich sehe. Aus dem Bereich der Zollkontrolle. Passagierterminals wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Pedo. Schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Möcht zur Polizei. Da keine Klagen kommen. Da soll es recht heiß hergehen. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Es befand sich ein Pedo in meinem Zimmer. Finde ich nicht gut. Ich möchte Anklage erstatten. Gegen den Sanitäter. Der befand sich in meinem Zimmer. Dabei ist in meinem Zimmer nur ein einziges Bett. Was hatte der da zu suchen? Ich finde das echt nicht gut. Dieser Pfeil ist auch echt für Idioten, ne?
Für total Idioten, die keine Karten lesen können. Da ist ja sogar dieser bekloppte Punkt eingezeichnet. Aber eigentlich müsste man es ja auch so schnallen. Ich meine, er sagt ja sogar, wo es ist. In der Zollkontrolle für Passagierterminal A. Der sagt ja sogar, wo man hin muss. Der sagt es ja sogar. Aber es gibt trotzdem mal scheinbar irgendwelche Idioten, die es nicht checken. Obwohl dann sogar noch auf der Karte eingezeichnet ist. Florian 1 an Leitstand. Und dann noch so ein behinderter Pfeil hängt. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ist doch nicht so schwer, ey. So, dann nimmst du dir so einen Schlauch. Und dann gehst du hier durch und gehst zur Zollkontrolle. Die ist nämlich dahinter. Ah, da brennt sie ja. Ha! Wie der Penner hier aber auch noch so chillig daneben steht. Boah, es bist du hässlich, Alter. Es ist doch echt nicht wahr. Wie der aber auch einfach immer noch daneben steht, obwohl es da brennt. Bip, bip. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Das kommt immer von den Rauchern, ne? Wenn die ihre Kippen in den Mülleimer schmeißen und die dann wieder Feuer fangen, weil da irgendwas anderes drauf liegt und... Diese blöden Raucher. Alles wegen denen. Bip, bip. Wegen denen brennt alles. Die sind alles schuld. Das ist ja cool. Falls jemand nicht verstanden hat, was gerade gesagt wurde, die haben gesagt, dass ein lieber Besitzer eines bestimmten Fahrzeuges sein Fahrzeug... Das ist ja richtig geil. Der Aufzug funktioniert nicht. Dann probiere ich jetzt einen anderen aus. Ha, er funktioniert. Ha, er funktioniert. Bin zwar immer noch auf derselben Etage, nur im anderen Aufzug, aber das ist mir scheißegal. Es gibt neuerdings Seitfahraufzeuge. Der sitzt von rechts nach links gefahren, ey. Was ist das denn für ein scheiß Aufzug? Das ist kein Aufzug, das ist ein Seitzug. Barcelona, Dublin, Dublin, New York, Frankfurt, Madrid, Berlin. Take off, take off, on time, boarding. Take off, delayed, on time. Check in. Check in, boarding, landing. Oh, die landet erst. Läuft. Wow! Was? Nochmal! Was war das? Oh, ich will nochmal! Ey, das muss ich mir gleich nochmal angucken. Boah, ich gucke mir die Aufnahme nochmal an und gib mir... Ach du Kacke, was war das? Ach du Scheiße! Was war das? Mein Gott, ey. Ich bin ja totally amused. Das ist ja super. Ich sollte vielleicht mal wieder tanken. Das Auto fährt 105 km/h. Fällt euch das auf? Woo! Ja. So macht man das, ey. So macht man das. Die Karre steht da hinten und es geht von hier bis da. Steht ja ein Tankautomat. Ich kann da nichts lesen. Ich kann da nichts bezahlen.
Das ist ja geil, die Anzeige ändert sich sogar. Boah, ey, dieses Spiel fasziniert mich bis zum geht nicht mehr. 14,73 Liters habe ich getankt. Boah, ey, das ist so super. Und was ist da? Ah, da stehen die behinderten LKWs, die haben immer nur im Weg rumfahren. Ich verstehe. Ich verstehe. Hallo, hat mal einer eine Granate? Ich möchte das Ding in die Luft sprengen. Ach, und dann bitte nicht zum Löschen gehen. Danke. Florian 1 an Leitstand. Mein Fahrzeug ist frei. Florian 1. Vom unteren Bahnhof. Das war so klar. Aber nicht akzeptiert. Dass der sagt, verstanden. Das ist so behindert. Warum sagt er verstanden? Verstanden heißt, dass es verstanden hat. Das ist logisch. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass man es akzeptiert. Warum sagt er verstanden? Ich verstehe das nicht. Also, bitte, danke. Alles klar. Ruf doch mal einer die Feuerwehr. Feuer! Schon wieder brennt hier so ein Mülleimer und so ein paar Täschchen daneben. Ach, was? Sonst wäre ich ja wohl kaum hier. Schon wieder diese blöden Raucher. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Diese blöden Raucher immer. Fackeln alles ab. Mir jetzt in den Weg gefahren wärst, ey, ich hätte dich so geköpft, das glaubst du gar nicht. Du wärst hier nicht mehr lebend rausgekommen, wenn du mir in den Weg gefahren wärst, du. Ich sollte vielleicht meine Beruhigungstabletten nehmen, kann das sein? Die liegen aber jetzt da hinten, ich komme nicht ran. Was soll der Scheiß? Ihr wollt dich doch alle verarschen, oder? Meine Tabletten! Ich komm nicht dran! Das ist unglaublich. Sie liegen dort hinten. Ja, es geht jetzt schlecht, ne? So mitten drinnen auf diese. So ein Scheißdreck! Entschuldigung. Ach komm, ey, so ein Kack! Die lassen einem aber auch keine Sekunde zum Pennen, ne? Du bekloppter Bus! Kannst alles dafür. Flughafen, ach was? Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich am Flughafen bin. Du bist ein Penner. Ist neben meiner Ampel. Ah, es ist grün. Juckt die Ampel überhaupt irgendein? Nein, es juckt keinen was auf dieser Ampel. Habt ihr es auf der Map gerade gesehen? Habt ihr das gesehen? Sag mal, kannst du auch nach vorne gucken, wenn du fährst? Schon wieder dieser blöde Bus. Da sind gerade zwei Flugzeuge ineinander gefahren. Aber so wirklich frontal ineinander. Habt ihr das auf der Map gesehen? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Kannst du mir einer erzählen? Alle können wirklich zusammenhauen und durcheinander durchfahren und... Ach komm, ey!
Das Teil bricht so schnell aus. Die können alle durcheinander durchfahren bis zum geht nicht mehr. Aber wenn ich nur ein mini bisschen mal irgendein Flugzeug berühre. Was machst du an einer Waffel, Mädchen? Wenn ich mal nur so ein Flugzeug irgendwie so ein mini bisschen berühre, werde ich direkt verhauen bis zum geht nicht mehr. Aha! Aha! Was habt ihr denn in den Taschen gebunkert, wenn ich mal fragen darf? Wem gehören diese Taschen? Sind das deine Taschen? Boah! Geh mir aus dem Weg! Das ist ja ekelhaft! Boah, bist du hässlich, Mädchen! Ha! Dir gehören also die Taschen, ha? Warte, ich muss nur zu dir kommen. Ah, ich komme nicht durch, ich bin zu dick. Bleib stehen, bleib stehen. Halt, stopp. Dir gehören die Taschen. Dir gehören die Taschen. Dir gehören die Taschen. Was ist da drin? Was ist da drin? Ich weiß, ich bin kein Polizist, aber... Kann nicht sein, dass ich stärker ist als ich. Was ist da drin? Was hast du da drin gebunkert? Wahrscheinlich irgendeine Chemikalie oder sowas, ne? Hi. Das ist ja genau dieselbe. Hilfe! Ist genau dieselbe! Es ist genau dieselbe! Flugsteig. Slenderman. 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 Slender, 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 Slenderman! Slenderman, 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 Slender, 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 Slenderman, 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 Slender, Slender, Slenderman, Slenderman, Slenderman. Slenderman, Slenderman, Slender, Slender, Slenderman, 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 Slender, Rondomedia! Slenderman, 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 Slender, Slender, Slenderman, 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 Slenderman! Entschuldigung, ich bin in den Dschungel gefahren. Meine Tabletten. Ich sollte die jetzt gleich echt dringend nehmen. Fahrzeug frei. Geh auf. Mir aus der Sonne, du scheiß Rondomedia-Auto. Die fahren einem immer einen Weg, diese Kack-Rondomedia-Karren. So, Schicht beenden. Ha, Schicht beendet. Ja, ich krieg wieder hier diese bekloppten Ab. Züge, ey, das geht mir doch echt auf den Sack. 500 Punkte brauche ich noch für den nächsten Rang. Also noch zwei Schichten, denke ich mal. Und dann sollte das doch klappen, oder? Slenderman, 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 Slenderman. Ciao!